Herzlich willkommen in Seisen 7. Ich bin Paul Dyer und heute geht es um das Thema Grünlesen. Eine der Besonderheiten in Seisen 7 neben den Trackman-Simulatoren ist das PuttView Grün. Hier kann man die drei Fähigkeiten im Putten perfekt trainieren. Richtungskontrolle, Längenkontrolle und natürlich ganz spannend Breaklesen. Und das lernen wir heute. Das PuttView Grün im Seisen 7 ist onduliert, wie jedes andere Grün auf jedem anderen Golfplatz. Die Besonderheit hier ist, dass das alles kalibriert ist. Die Linien, die von den Projektoren in der Decke auf dem Grün geworfen werden, zeigen alle möglichen Faktoren eines Putt-Strokes und der Break des Golfballs. Das kann man wunderbar nutzen, um Breaklesen hier mit dem PuttView zu trainieren. Zum Beispiel hier. Ich habe einen Putt über 2 Meter und man sieht durch die Putt-View-Linien, hier die dünne Linie ist meine Ziellinie und die dickere Linie ist der Ballverlauflinie. Hier sehe ich, dass, obwohl ich das mit den Augen eigentlich gar nicht so richtig wahrnehmen kann, es gibt hier tatsächlich 7 bis 8 Zentimeter Break. Also die Ziellinie geht völlig an das Loch vorbei, obwohl ich das mit den Augen gar nicht festlegen kann. Hier gibt es aber einen Trick dazu und das kann man hier auch im Seisen 7 total gut umsetzen. Hier auf dem Grün sind überall Zahlen, zum Beispiel hier an der Linie 1,3% in diese Richtung. Und so weiß ich, dass der Grund, warum der Ball nach rechts fällt, ist, weil das Stück Grün in dieser Stelle hier 1,3% nach rechts fällt. Und man stellt fest, die Zahlen sind überall anders, weil wie bei einem Grün auf dem Golfplatz gibt es natürlich nicht eine Kippung in eine bestimmte Richtung, sondern es ist überall etwas onduliert. Also ich sehe zum Beispiel, dass mitten im Putt es 1,3% ist. Das ist natürlich super spannend und jetzt weiß ich, warum der Ball nach rechts biegen sollte. Aber wie kann ich selber lernen, 1,3% zu lesen, um für meinen Putt zu planen, wenn keine Putt-View-Linien da sind? Natürlich ist nicht überall hier 1% Break, sondern wir haben hier 3% und da drüben 2% und sogar hier hinten 6%. Überall anders. Und das ist das Gute hier. Man kann tatsächlich das Ganze probieren bei allen unterschiedlichen Breakstufen. Aber wie macht man das? Und letztendlich gibt es eine Korrelation zwischen der Anzahl an Fingern, die man hochhebt, und der Prozentzahl. Also für 1% an diesem Putt hier werde ich einen Finger hochhalten. Und wenn es 2% wäre, 2 Finger und 3% 3 Finger. So funktioniert nämlich das Ganze. Und man denkt, das kann aber nicht sein, oder? Das Ding ist, man muss es einfach ausprobieren. So, wenn ich einen Putt habe, egal welche, als erstes stelle ich mich mitten auf den Putt und spüre erstmal und lege mich fest und sage, das fühlt sich an wie eine 1 oder 2 oder 3. Und jetzt weiß ich, wie viel das ist und kann von der anderen Seite jetzt ganz einfach die entsprechende Zahl von Finger hochheben und somit dann mich für eine Linie entscheiden. Das nimmt dieses ganze Bauchgefühl und Verwirrung von Schatten auf dem Grün oder Mähreste komplett weg und man lernt das Grünlesen ganz wissenschaftlich und wiederholbar. So, es gibt 3 Faktoren im Putten. Grünlesen haben wir gemacht. Richtungskontrolle und Längenkontrolle sind auch spannend, aber die sind Themen für andere Videos. Jetzt muss man natürlich hierher kommen und ausprobieren, wie das geht selber und wirklich erleben der Unterschied zwischen 1, 2, 3, 4% Break. Also ruf an, hier bei Seisen 7, falls du nicht schon da bist, und buch mal eine Stunde auf dem PuttView Grün und fang an, selber dein Putten richtig gut zu machen.